So, guten Morgen und herzlich willkommen heute am 23. August in den Live-Training-Räumen der European Trading Academy. Ich begrüße euch zu unserem Marktkommentar. So viel hat sich zwar gestern nicht ereignet, aber wir hatten ja gestern eine wichtige Formation im S&P angesprochen und um die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer kümmern. Und das war das potenzielle One-Day-Reversal, was wir im Markt hatten. Eingeleitet durch ein neues Verlaufshoch, in diesem Fall sogar All-Time-High im Intraday. Im Kassamarkt war es ein All-Time-High, das heißt dieser Tag hier, wo der Markt letztendlich neue Hochs erreicht hat, aber die wurden entsprechend begleitet sofort von Abverkäufen. Und dann muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie stabil ist so ein Hoch, wenn entsprechend die Bullen nicht schaffen, dieses gewonnene Territorium zu verteidigen und letztendlich wieder Abgaben sofort auf dem neuen Level erfolgen. Das heißt, der Markt hat mal ein neues Hoch ausgetestet, konnte es aber nicht halten. Letztendlich ist diese Formation eine zweigeteilte Formation. Das heißt, sie setzt sich aus zwei Tagen zusammen und der zweite Tag ist wirklich nochmal ein ganz entscheidender und der ist nun gestern gelaufen. Wichtig ist nämlich an diesem zweiten Tag, dass wir letztendlich unter dem Eröffnungskurs schließen, also eine bärische Kerze produzieren. Jetzt müssen wir, hier seht ihr schon, das ist ziemlich stark vergrößern, um zu schauen, wenn wir hier das oben war bei 60, das Close war bei 61,25, also das war jetzt kein ideales One-Day-Reversal, weil dann hätten wir hier dieses bärische Close gehabt. Aber man darf sich natürlich durchaus die Frage stellen, hey, wie sieht das Ganze aus? Immerhin haben wir ja auch an dem zweiten Tag jetzt hier nicht wieder die Hochs angreifen können oder der Markt hat es probiert, hat hier unter dem Closing vom Vortag geschlossen, also hier das Close 61,25, also hat hier letztendlich ein tieferes Tief als dem Vortag gemacht und damit sich auch weiter nach unten gearbeitet. Also, was ich damit sagen will, bilderbuchmäßig ist diese Formation nicht, aber der Markt ist natürlich nicht immer Bilderbuch oder verläuft nicht immer bilderbuchmäßig. Letztendlich würde ich trotzdem diesem Signal Aufmerksamkeit schenken, auch weil One-Day-Reversals immer einfach ein gutes Auszahlungsverhältnis mit sich bringen. Das heißt, letztendlich das Risiko ist gering, Stops sind zu platzieren an diesem Hoch und der Einstieg erfolgt jetzt hier irgendwo und das Target ist eigentlich nach diesem One-Day-Reversal, dass diese letzte Aufwärtsbewegung, die hier vonstatten gegangen ist, dass die zu gut 100% korrigiert wird, Zielzone 28.10 bis 28.00, also hier irgendwo diesen Bereich, wo wir auch hier im S&P diese ganz dicke Unterstützung haben. Wie gesagt, wir sind am Markt und wir können die Zukunft nicht voraussehen. Natürlich kann der Markt hier nach oben weiter durchschießen, aber wenn es das tut, da sind eben die Stops. Und jetzt seht ihr auch schon gleich, warum sich hier oben immer dann auch mal antizyklische Trades anbieten. Denn je nachdem, wo wir reingehen, haben wir hier ein relativ kleines, überschaubares Risiko. Und wenn es uns gelingt, den Trade gut zu managen, ein relativ hohes Gewinnpotenzial, also Auszahlungspotenzial. Und kurz zur Erklärung, normalerweise versuchen wir immer mit dem Vorteil zu traden, das ist die Sequenz, und zu sagen, naja, also wenn wir mit dem Vorteil traden, dann werden unsere Trades häufiger richtig sein als falsch. Das heißt, wir würden selbst bei einer Auszahlungsquote von 1:1, würden wir wahrscheinlich noch Geld verdienen. Wenn wir allerdings hier gegen den Vorteil traden und diese Formation traden, dann definiert sich unser Vorteil durch das Auszahlungsverhältnis. Das heißt, wir kriegen hier für ein kleines Risiko ein hohes Payoff angeboten und müssen gar nicht 50% richtig liegen. Wenn wir zum Beispiel 2:1 traden, müssen wir nur 33% richtig liegen. Die wesentliche Frage, die man sich stellen muss, wenn man so einen Trade macht, ist allerdings, wie stehe ich da von meinen Kontoverhältnissen, wie stehe ich da von meinen mentalen Verhältnissen, wie stellt sich meine Gesamtsituation dar, denn es ist natürlich ein aggressiver Ansatz hier gegen den vorherrschenden Trend zu traden und auch wenn wir hohe Auszahlungsverhältnisse haben, ist es natürlich nicht sicher, dass dieser Trade funktioniert und
die Wahrscheinlichkeit ist immer größer, dass sowas nicht funktioniert, als dass es funktioniert, weil wir eben in einem Aufwärtstrend sind. Nur wenn es funktioniert, haben wir eine höhere Auszahlung und deshalb empfehle ich, solche Trades nur zu machen, wenn man von der Equity-Kurve ganz gut dasteht, mental ganz gut dasteht, also wenn die anderen Parameter auch entsprechend stimmen. So, das einfach mal dazu. Wir werden wahrscheinlich in den Live-Training-Gruppen heute hier ein Entry suchen, aber hier geht es natürlich auch darum, jetzt geschickt ein Entry zu finden. Und wenn wir uns hier den 60-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir, da, das war die Abwärtsbewegung. Gestern hat der Markt versucht, hier anzugreifen, hat zum Ende wieder abzugeben. Und ich würde idealerweise probieren, in so einem ABC reinzugehen. Das heißt, ich hoffe, dass der Markt, das ist natürlich jetzt wirklich, dass wir hier nochmal diese Zone testen. Dann habe ich nämlich wirklich ein ganz kleines Risiko und dass ich von dem dann hier versuche, diese Abwärtsbewegung zu traden. Das heißt, meine Idee ist, entweder kriege ich den Trade hier oben im richtig guten Bereich oder ich kriege ihn gar nicht und dann macht der Markt hier eine ABC und dann müssen wir einfach neu entscheiden. Also deshalb werden wir heute uns auf die Lauerstellung geben, hier über 68,25 bis 70 irgendwo versuchen, Entry zu finden. Und das ist das, was wir hier als Trade heute planen, um dieses One-Day-Reversal zu traden. Okay, gehen wir in den nächsten Markt. DAX, wir haben gesagt schon, die Sequenz hat hier auf Long gewechselt vor einigen Tagen. Man sieht das jetzt auch in dem Markt. Es ist kein richtiger Abwärtsdruck mehr zu sehen. Den hatten wir ja noch vorletzte Woche. Wir sehen hier steigende Hoch, steigende Tiefs. Im Moment so eine kleine Verteilungsphase, wo der Markt sich hier schiebt. Ich will nicht ausschließen, dass wir auch hier unteres Ende der Verteilungsphase erreichen. Also hier 12.300. Ihr seht, das würde kein Trendwechsel bedeuten. Wir hätten dann hier auch nur so eine ABC-Formation. Wir haben den DAX einfach mal aus Hold. Ich würde mir im Idealfall so eine ABC hier vorstellen und dann Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Aber wir sind jetzt hier mitten in der Range und mitten in der Range ist selten ein guter Punkt zum Handeln. Legen wir einfach auf Hold. Wir werden gute Gelegenheiten angeboten bekommen, da müssen wir einfach nur geduldig sein und das machen wir jetzt hier eben, dass wir einfach warten. So, kommen wir zum Bund. Da haben wir gesagt immer wieder, dass wir warten darauf, dass wir synchron laufen zwischen den Zeitebenen Daily und 60. Und wir waren ja immer asynchron, das heißt 60 Minuten war aufwärts gerichtet, Daily war abwärts gerichtet. Und jetzt hat hier der 60-Minuten-Chart dieses Tief gemacht, dieses Hoch produziert. Und wir sehen schon, das entspricht unserem Regelwerk. Dann heißt, er hat hier mit dem neuen Tief erstmal ein weiteres Low produziert. So, und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier geht er so mit der siebten Kerze runter. Die Frage, die wir uns stellen müssen, war diese Korrektur vergleichbar hier mit dieser Korrektur? Das heißt, kriegen wir ungefähr hier zumindest mal 50% von der Korrektur raus. Wir sehen hier 42 im Low, im High 74, das heißt, das waren hier so 30 Ticks. Wir sehen hier im Low bei 17 und im High bei 45. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall 50% von der Korrektur. Das heißt, damit können wir diese beiden Korrekturen als vergleichbar ansehen. Und damit können wir dann auch sagen, okay, wir haben hier ein Zwischenhoch und wir haben hier ein neues Zwischentief. Und damit haben wir einen Sequenzstart im Bund. Das bedeutet, der Bund hat, und das haben wir gestern im Marktkommentar ja schon angesprochen, jetzt diese Synchronität erreicht zwischen Langfrist- und Kurzfristchart und der Kurzfristchart ist jetzt auch abwärts gerichtet. So, wo sind jetzt die Einstiege zu suchen? Wir wissen aus unserer Erfahrung her, normalerweise, wenn wir ein neues Verlaufstief machen, so wie wir es gestern hier gemacht haben, dass der Markt hier zurücksetzt und dass wir hier Einstiegspunkte definitiv im aggressiven Bereich suchen können. Wir wissen aber auch, dass häufig, wenn der Sequenzstart losgeht, also sozusagen die erste Struktur ausbildet, eine etwas größere ABC nochmal kommt, bevor es dann wieder in Trendrichtung geht. Und das heißt, wenn wir uns jetzt hier nicht aggressiv positionieren wollen, und da sehe ich im Moment keine Veranlassung für, dann sollten wir hier auf das defensive Ebene warten. Und da sehen wir hier diese ganzen Widerstände und Unterstützung, die hier kommen, zwischen 35 und 50. Das ist der Bereich. Und das ist der Bereich für so eine ABC. Hier das A, da das B. Und da das C, wo wir dann sagen würden, okay, da finden wir einfach einen guten Entry, würden den Stop dann hier oben setzen und haben einen Trade, der synchron ist mit Daily Chart, synchron mit 60 Minuten Chart, ein defensiver Einstieg ist und das haben wir eben heute vor, dass der Markt dahin kommt und da reingeht.
Okay, soweit erstmal die Märkte. Jetzt bleibt noch der Euro. Auch hier hatten wir darauf hingewiesen, Achtung, Trendwechsel, nicht auf Daily, aber auf 60-Minuten-Chart. Der Daily ist noch abwärts, aber wir hatten auch gesagt, aufgrund dieses Dreiecks häufig gerne Rücklauf in die Spitze des Dreiecks. Und gestern sind unsere Kaufregionen nicht erreicht worden, aber ihr seht hier auch ganz klar seht ihr hier, das Hoch, das Tief, das Hoch, das Tief, das Hoch, das Tief. Das setzt sich weiter fort und hat sich auch gestern weiter fortgesetzt. Und unsere Idee war ja, hier entsprechend im Rücklauf zu kaufen, also hier irgendwo. Da sind wir bis jetzt noch nicht hingekommen, aber heute macht der Markt so ein bisschen die Anstalten dazu. Ich habe immer noch diese Idee eigentlich parat. Möchte ich hier diesen Bereich hier kaufen, warte also, dass wir hier irgendwo in einem Bereich 15, 20 idealerweise kommen, und dann hatte ich auch schon angekündigt, wäre der vernünftige Stopp hier. Das sind dann zwar 100 Pips, aber bei 15, 20 sollten wir auch in 16, 70, also 1,5 bis 17, 20 als Kursziel haben, also ein gutes CRV kriegen wir da allemal. Und das heißt, hier legen wir uns auf die Lauer in diesem Bereich, und das ist so die Idee für den heutigen Tag im Euro. So, okay, also ihr habt schon gesehen, in vielen Märkten ist es jetzt einfach geduldiges Abwarten auf einen richtig, richtig guten Einstieg. Das haben wir entsprechend vor, wir wollen hier nicht übertreten und hektisch werden. Dafür ist einfach noch nicht die Jahreszeit. Saisonal haben wir einfach im Moment noch die Phase, wo sich die Vola eher zurückzieht, als dass sie ausbricht. Nur, wir wissen auch, Vola agiert oder reagiert zyklisch. Das heißt, wir haben Phasen, die geprägt sind von hoher Vola, die sich abwechseln wieder von Phasen mit niedriger Vola. Wir sind im Moment in einer Phase mit niedrigen Vola. Das bedeutet für den Trader immer eher mal so, das ist wie Winter. Das ist keine Erntezeit, wo die Ernte eingebracht wird, sondern das ist die Zeit, wo man sich präpariert und fertig macht. Und die hohe Vola, die kommt dann häufig schneller als erwartet und saisonal. Also wenn wir den saisonalen Vola-Verlauf nehmen, natürlich immer gerne im September, Oktober. Das heißt, wir bereiten uns vor, das kann manchmal auch schon im August beginnen, das kann sich manchmal auch noch ein bisschen hinziehen. Aber das ist erstmal so, jetzt im Moment mit der geringen Vola einfach schlau, ganz wenig zu traden. Habt ihr auch in den Live-Trading-Räumen gesehen, wir haben ganz wenig Trades gemacht. Plus eher die defensiven Approaches zu machen, das heißt, hier irgendwo reinzugehen. Nicht auf dem aggressiven Top, so wie hier im Euro da, sondern hier. Natürlich kann es sein, dass man dann den Trade verpasst, aber mit einem verpassten Trade verliert man noch kein Geld. Ja, und wir wollen hier wirklich im Moment uns auf die Qualität konzentrieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute gute Trades. Wir sprechen uns morgen wieder. Bis dann, bye bye, euer Birger.